So, das geht jetzt auch recht schnell wieder. Da bin ich schon sehr dankbar. Die künstlerische Tätigkeit natürlich nicht. Die war aufwendig, das hat auch passt. Ich wollte wissen, wie funktioniert das. Jetzt passt es auch mit der Oberflächenspannung, sehe ich auch. Also es wird mich nicht mehr ängstigen, sollte es so sein. Das habe ich immer toll gefunden, wenn das so gespickt ist. So wie so Tropfen, die auf dem Wasseroberfläche, also spielen, schön hat was Verspieltes. Also gut, praktisch muss es sein, gut verarbeitbar, optisch wirklich außergewöhnlich. Da kann man Farben wählen, spielen, imitieren, also wirklich super genial. Man hat natürlich beim künstlerischen Touch, sage ich jetzt mal, ein bisschen wenig Spielraum, aber das ist eine Frage von, wie offen ist man, etwas fließen zu lassen. Schon eine halbe Lebenskunst, ein gutes Übungsmaterial sozusagen dafür. Lasst es fließen. Und Zufriedenheit mit dem, was rauskommt, ist ein hohes Gut. Und Übung macht den Meister. Das habe ich natürlich schon gesehen. Je mehr Platten ich gemacht habe, umso besser ist es gegangen. Ich würde sagen, für die erste überhaupt darf ich recht zufrieden sein. Da ist wieder die, wo man sehen wird. Die kümmere ich mich ganz besonders. Das ist eine sichtbare Kante hier. Man kann ja auch ein bisschen da drunter vom Aberin aufholen. So, und in den nächsten Videos wird es geben von mir. Natürlich, wie sieht das Ganze aus trocken? Und wenn das Klebeband weg, wie man das Klebeband wegtut.